Flatti, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mit diesem Video möchte ich mich für die zweite Staffel von Seven vs. Wild bewerben. Und ich bin mit meiner Bewerbung verdammt spät dran, denn ich nehme dieses Video am Tag des Einsendeschlusses auf und es ist schon später Nachmittag. Ich glaube, jetzt dürfte es ungefähr 17 Uhr sein und das heißt, in spätestens 7 Stunden muss ich dieses Video online haben. Mal schauen, ob es mir gelingt. Ich werde gleich zu einem spontanen Abenteuer aufbrechen, aber ich weiß selber noch nicht, wohin mich der Weg führen wird. Aber ich habe schon mal meinen Rucksack gepackt. Da ist schon mal eine Decke drinne, eine Strickjacke, bisschen Essen, bisschen Trinken. Und dann würde ich mal sagen, ich werde jetzt mal meine viel zu heiße Bude verlassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, bevor ich gleich die viel zu warme Wohnung verlasse, werfe ich noch mal einen kurzen Blick auf das Thermometer. Also in meiner Wohnung sind es aktuell 29,5 Grad und draußen soll es angeblich 54,8 Grad sein, aber das liegt daran, dass die Sonne gerade auf das Ding, womit die Temperatur gemessen wird, direkt drauf knallt. Ich bin jetzt mit der S-Bahn nach Fischbeck gefahren und jetzt laufe ich zum Heidschnuckenweg. So, ich befinde mich jetzt am Anfang des Heidschnuckenwegs. Also hier oben in Hamburg-Fischbek. Und der Heidschnuckenweg ist 223 Kilometer lang und führt bis nach Celle. Im August 2021 war ich schon mal hier gewesen. Da bin ich ein paar Kilometer mit Natururin und Itzniko bisschen mitgewandert. Natururin ist nämlich den ganzen Weg im August 2021 runtergelaufen. 13 Tage hat er für die gesamte Strecke gebraucht. Itzniko ist ein Großteil der Strecke mitgewandert, aber musste dann krankheitsbedingt irgendwo hier in der Ecke abbrechen. Grüße gehen übrigens raus an Natururin. Ich hoffe, dass er für Seven vs. Wild genommen wird. Und Grüße gehen auch raus an Mavcon TV, der mit den beiden sogar ein kleines Stückchen mitgewandert ist für 2 oder 3 Tage. Irgendwo hier ist er dazugestoßen und irgendwo hier hat er die beiden wieder verlassen. Er hat sich übrigens auch für Seven vs. Wild beworben. So, und ich werde jetzt diesen Weg hier runterlaufen. So, ich befinde mich jetzt auf dem Heidschnuckenweg. Der Heidschnuckenweg geht hier entlang. Und mal schauen, wie weit ich den Heidschnuckenweg runterlaufen werde. Schaut euch nur diese schöne Aussicht an, die man von hier hat. So, ich befinde mich jetzt irgendwo im Nirgendwo und ich hoffe, dass ich den Weg nachher wieder zurückfinde. Oh, der Weg hier ist echt steil. Also da komme ich echt ins Schwitzen.
Aber kann vielleicht auch daran liegen, dass es aktuell 28 Grad im Schatten ist. Der Weg hier ist echt steil. Ich komme den kaum rauf. Guckt mal, ich habe eine Sitzbank gefunden. Da werde ich mich jetzt hinsetzen. Ich könnte euch ja erklären, warum ich der geeignete Kandidat für Seven vs. Wild bin. Und zwar bin ich Challenges nicht zu schade dafür. Also Seven vs. Wild ist für mich eine Challenge, die ich mich gerne stellen würde. Ob ich es auch schaffen würde, dort die 7 Tage da durchzustehen, wüsste ich selber noch nicht mal, aber ich würde es unbedingt gerne probieren wollen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich da einen richtig guten Unterhaltungswert liefern könnte. Denn ich glaube, 7 Tage irgendwo in der Wildnis, ich glaube, das dürfte ziemlich witzig werden. Also im letzten Jahr habe ich mit Natururin 2 Nächte draußen geschlafen in Thüringen. Und das war schon ziemlich ungewohnt für mich. Und ich würde mal gerne wissen, wie es so ist, in der schwedischen Wildnis 1 Woche ohne alles zu verbringen. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich nach der ersten Nacht oder spätestens nach der zweiten Nacht abbrechen werde. So, weil ich keine Lust mehr habe, weiterzulaufen, habe ich mir diese Bank hier gemütlich eingerichtet. Hier werde ich mich gleich hinlegen, ein bisschen chillen, das Video bearbeiten und das dann hoffentlich noch vor 24 Uhr schaffen, hochzuladen. So, ich werde jetzt an dieser Stelle das Video beenden. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.